So, die Aufzeichnung wurde jetzt gestartet. Ich darf mich also nochmal bedanken, dass Sie jetzt heute Morgen früh Zeit gefunden haben. Also, wir schreiben den 23.09. 8.31 Uhr ist es jetzt. Guten Morgen, DAX-Index-Webinar. Vorbörsliche Marktvorbereitung, Foxetra, Start. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst das obligatorische Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Von meiner Seite war es schon und wir switchen fast schon so zu Dirk Frischeski. Dirk, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Roman. Schönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, man hört mich klar und deutlich. Wunderbar, der Ton ist sauber und dann ohne lange zu diskutieren switchen wir auch schon zu dir rüber und sehen gleich den Monitor. Sehr geehrte Damen und Herren, wie immer können Sie Ihre Fragen über die Tastatur eintippen und in die Runde schicken. Wir versuchen die Fragen zeitnah zu beantworten. Ansonsten, diese Session wird aufgezeichnet, wie bereits erwähnt. Also gibt es die Aufzeichnung heute im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Kanal. Dirk, zu dir. Gut, schönen guten Morgen. Also das kleine Mini-Gap-Trade hier heute Morgen gerade wieder eben geschlossen. Das sieht mir momentan noch ein bisschen so aus, als fallen wir nochmal ein Stück weit zurück. Vielleicht Fehleinschätzung, aber lieber jetzt schon noch im kleinen Plus geschlossen, als hier noch was zerbröselt. Gehen wir mal etwas größer in den Chart, um das ein bisschen vielleicht besser darzustellen. Hier der blaue Kasten, das Gap heute Morgen gerissen, schönes Gap von 90 Punkten umgerechnet, also hochgerechnet. Wenn wir hier jetzt beispielsweise natürlich auch noch auf den nächsten Gap-Trade spekulieren, sollten wir natürlich die Möglichkeit uns offen halten mit der sogenannten 1-2-Regel, also sprich einen Trade gemeinsam aus zwei Bausteinen, sprich, dass ich die Hälfte schließen kann und die andere Hälfte weiterlaufen lassen kann bis zum Gap-Close. Also quasi, wenn man auf diesem Niveau jetzt hier einsteigt mit beispielsweise zwei Lots und dann auf dem Weg hoch ein Lot bereits schon mal schließt, den Stop-Loss auf den Entry setzt und dann den weiteren Lot weiter nach oben hin begleitet im Idealfall. Die überwiegende Tendenz auch für die weiteren Tage sieht momentan eigentlich eher abwärts aus. Wir sprachen auch bereits am Montag davon. Grundeinschätzung war weiter dieses Zwischentief, was wir ja bereits vom 24. August kennen, bei der 9321 auf Xetra-Basis war das Tief bei 9338. Gut, lassen wir hier den DAX mal kurz ein Stück weit noch weiter tickern. Wir gucken mal in die Daten vom Vortag rein. Wo haben wir es? Da haben wir es. Bull und Bär, das tägliche Spiel. Schauen wir auf die Daten gestern, Xetra-Schluss deutlich minus 3,8 auf 9570,66. Wenn wir jetzt auf die Indikationen blicken von diesen 9570,66, sind wir ja jetzt schon wieder ein Stück weiter drunter. Wir waren heute auch per Indikation morgens Vorbörse schon unter der 9500er Marke. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Ruppigkeit hier zu erwarten. Was die Indikation aktuell angeht, 9539, 9536, 50, so in dem Rahmen tickern wir jetzt. Future DAX 9628,50 geschlossen, die US-Märkte durch die Bank weg rot. Auch hier hat sich bei Dow Jones Standard Poor's 500 das Minus auch auf 2015er Basis ein Stück weit vergrößert. Minimal Nasdaq 100 noch im Plus. Was gibt es aus Asien? Der Nikkei bleibt weiterhin noch geschlossen. Das ist heute Mittwoch der letzte Tag, der nicht gehandelt wird. Hier sind auf jeden Fall die Daten beim Freitag noch. Dann zum Beispiel der Kospi minus 1,89. Wir sind hier wieder stärker nach unten gefallen. Auch beim Hang Seng minus 2,57. Und die Aussies zum ersten Mal seit längerer Zeit unter der 5000er Marke hier. Stärkerer Abfall in Richtung auch Rezession, wo man davon spricht in Australien, eine Rezessionsgefahr, die dort nicht als gebannt scheint. Gucken wir noch kurz auf die chinesischen Festland-Indizes. Auch dort gibt es keine Freudigkeiten hier zu übermitteln. Es sind alles sind alle durch die Bank rot, überwiegend zwischen 0,5 minus und 1,8 und 2,0. Also da gibt es auf jeden Fall wieder Abschläge zu verzeichnen. Mit anderen Worten, die
Schläge, die wir die ganzen Tage davor gesehen haben, werden wahrscheinlich jetzt wieder sukzessive abverkauft. Gucken wir auf die volkswirtschaftlichen Daten heute Morgen, die von Belang sind. Warum schaltet das jetzt nicht um? Das ist ja wieder herrlich. Da sind wir. Okay. Und wir gucken auf die französischen Daten zunächst. Ab 8:45 Uhr noch einmal BIP-Daten, zweites Quartal. Das ist jetzt die zweite Veröffentlichung, wenn ich mich nicht gerade irre. Einkaufsmanager-Indizes kommen eine Reihe von Frankreich, Deutschland und auch der Eurozone. Jeweils verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor und dann der darauf zusammengefasste, der Composite. Also sprich für diese drei, für Frankreich, Deutschland und die Eurozone. Dann ab Nachmittag. Hauptsächlich hier noch ein Stück weit aus den USA von Interesse, vielleicht hier auch noch der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe 15:45 Uhr. Zuvor um 15 Uhr finden wir hier die Rede von Mario Draghi vor, beziehungsweise wie hören Sie oder wie können Sie irgendwo in einem Parlamentskanal oder sonst wo mitverfolgen. Wahrscheinlich auch über die Ticker kriegen wir das reingespielt. Dort ist auf jeden Fall ein Stück weit nochmal zu erwarten, was über die nächsten Monate von der EZB im Bezug vielleicht auch auf Quantitative Easing Erweiterung oder Nichterweiterung und auch die Fortschritte im Bereich der Wirtschaftsfinanzpolitik von Seiten der EZB hier noch zu erwarten ist. Es ist eine Anhörung, es ist eine sogenannte vierteljährige Anhörung, die findet vor dem Europaparlament statt. Dann gibt es noch für diejenigen, die Rohöl handeln, noch um 16:30 Uhr dann die Rohöllagerbestandsdaten der USA von der Energy Information Administration. Was gibt es noch quasi zum späteren Abend, beziehungsweise zum späteren Nachmittag bis zum Abend so rum? EU-Regierungschefs treffen sich zu einem Flüchtlingsgipfel. Also da hat es ja schon gestern ein paar in Anführungszeichen erste Lösungen gegeben mit den Verteilungsquoten, wobei man da ja auch noch nicht von einem großen Fest sprechen kann. Jedenfalls hier nochmal ab 18 Uhr und die weiteren Tage dann noch, wie eben auch schon am Montag schon angepriesen, hier die GfK Konsumklima Oktober zum Beispiel und vor allen Dingen der deutsche IFO-Index für den September. Frau Jellen spricht noch und am Freitag gibt es dann noch endgültige US-BIP-Daten für das zweite Quartal und das Konsumklima der Uni Michigan. Gucken wir auf die Daten in Richtung DAX-Pivots. Hier hauptsächlich von Interesse sollte auch vielleicht dieser Punkt sein, den wir hier schon ein Stück weit auch kennen, nämlich nach oben hin auf Future-DAX-Basis berechnet der Resistance 3, 10.374. Das kommt uns noch bekannt vor von dieser Nackenlinie nach oben hin, die wir eine ganze Weile angetestet haben und wieder nach unten aufgelöst haben, diese 10.380er-Ebene. Nach unten hin beispielsweise auch hier noch von Interesse, Support 2 und Support 3. Wir sehen hier beispielsweise auch im Future-Bereich durch die doch extreme Volatilität hier und den extremen Ausschlag, den wir ja im gestrigen Tag hatten. Wir befinden uns hier mit dem Support 3 bereits schon unter der 9000er-Marke. Also das ist schon ein Stück weit das, was man vor Monaten mit Sicherheit nicht so schnell ja, mit Sicherheit schon nicht so schnell gesehen hat und auch nicht auf sich zukommen hat sehen. So, zum Thema Foto, nur mal kurze Einblendung. Ging hauptsächlich darum, dass man mal sieht, wie momentan, ups, jetzt ist es weg, wie ich momentan überhaupt hier aussehe, weil das Foto, was die ganze Zeit da gezeigt wird, das ist natürlich schon relativ alt. Das ist geil. Das musst du uns unbedingt schicken und dann werden wir das Foto ersetzen. Weil das kommt ja noch aus US-Zeiten noch, das ist ja Alles sechs klar. Gottes Willen, da bin ich noch ein bisschen, da sah ich noch ein bisschen anders aus. Ja. Gut, also, schauen wir mal, Dirk, ob die darf ich dich aktuellen. vielleicht für eine Sekunde unterbrechen? Ich Ja, mache gerne. es sehr ungern, aber leider wird unser Chat bzw. unser Fenster, wo unsere Fragen ankommen, momentan überfüllt. Und zwar von einem Teilnehmer, der sich unbedingt zu einer Bonusgeschichte äußern möchte. Ich möchte sagen, es geht heute wirklich nicht um dieses Thema. Also bitte unterlassen Sie das und kontaktieren Sie uns gerne. Also wir klären das ja, ist ja nicht das Problem. Nur wenn wir plötzlich 20, 25 Nachrichten bekommen, macht absolut keinen Sinn im Webinar. Ich danke auf jeden Fall für das Verständnis. Dirk, an dich, sorry. Okay,
Alles klar, dann gehen wir in Richtung DAX und zwar mal in den überwiegend das größere Zeitfenster und schauen uns da nochmal an, was jetzt hier auch uns möglicherweise noch bevorsteht. Wir haben ja jetzt hier, ich habe den Chart extra ein bisschen gestaucht, er sieht zwar jetzt etwas dünner aus von den Kerzen, von den Breiten, aber es geht nur darum, dass man auch mal die größeren Punkte, die noch im längerfristigen Chart noch offen sind, dass man die nochmal sieht. Wir haben am 24., ich gehe nochmal mit dem Laserpointer drauf, am 24.8., der August hier, ja diesen Flash Crash an diesem Tag da gesehen, diesen Crash an diesem Tag gesehen. Manche schrieben auch, das ist der schwarze Montag. Wie auch immer, jedenfalls 9.321 war hier das Tagestief. Da ging es beim DAX teilweise 6-7% abwärts. Diese Marke ist natürlich jetzt auch ein Stück weit Anziehungspunkt für die Bären, also für die Shortbewegungen, für die auf weitere Ziele nach unten auch spekulieren. Und wir haben natürlich nach wie vor immer noch das Tief vom Oktober 2014, was hier auch noch als zusätzlicher Support dient. Gehen wir mal auf ein paar, na, wo haben wir sie, die Trendlinie? Da. Gehen wir nur mal um gedanklich hier das noch zu unterstützen, packen wir hier nochmal die beiden Tiefpunkte hier und verbinden diese nochmal. So sehen wir natürlich hier auch bald einen Test von dieser Aufwärtstrendlinie, von dieser kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und gucken auch nochmal auf die jeweiligen Fibos, die hier noch von Interesse sein können, vom längerfristigen Bereich, nämlich von diesen 8.350 auf das Rekordhoch und schauen mal, wo aktuell der Markt jetzt hier sich in diesem Test auch befindet, wo man dort zum Beispiel auch noch ein paar Marken herleiten kann, wo Unterstützung oder auch Kursziele herauszufiltern sind. Wir haben hier diese 61,8er von 9.897, die im gestrigen Handel deutlich nach unten durchbrochen ist. Diese gigantisch lange, große, rote Kerze klammert hier den Wert der Vortageskerze deutlich ein. Nach unten Zugs aufzulösen im bis jetzt, wenn wir jetzt das Zwischentief von hier noch heranziehen, wir sind hier bei der, na, 9.321, die ich auch nochmal mit einer horizontalen Linie kurz visualisieren will. 9.321, Moment. Barometer 9.321, das wollen wir natürlich noch kurz manuell hier eingeben, so, nur damit wir diese Marke da mal einmal stehen haben. Dann können wir zum Beispiel auch noch von diesem Setup vom Allzeithoch runterzugs auf das Zwischentief auch noch die weitere Ebene einzeichnen von Fibos. Auch da gehen wir nochmal kurzfristig drauf, ändern natürlich kurzfristig hier auch noch die Farbe, nur um das abzusetzen. Das nehmen wir jetzt mal in Rot. Und dann nehmen wir die Aufwärtstrendlinie und färben die nochmal kurz in einer anderen Farbe, damit das da auch nicht so durcheinander aussieht. Schauen wir mal beispielsweise in Magenta. So. Also, wir haben jetzt beispielsweise dann auch hier noch weitere Punkte, beispielsweise nach oben hin, was wir ja auch am Montag schon bereits als Trading Range identifiziert hatten, was ja auch relativ gut gestimmt hat. Hier geht es hauptsächlich darum, nochmal darzustellen, die alte Trading Range vom Montag hier in diesem Bereich der 10.050 Unterzugs bis auf die 9.780, das wird gleich noch ausgewiesen werden. Warum 9.780? Da haben wir am Montag ja genauso auch diese Fibo-Marke ausgemacht, die erst einmal am Montag auf jeden Fall gehalten hat, nach oben hin wieder verlassen wurde, bis zur 10.000er-Marke sogar nach oben hin angekratzt wurde. Wie immer gilt es natürlich, Gewinnmitnahmen sind das A und O. Auch das wird die nächsten Tage nicht anders sein, egal ob Sie Short oder Long auf kurzzeitigen Fenster, sprich Minuten, oder halbstündig spekulieren oder vielleicht auch sogar einen halben Tag halten, immer wieder an Gewinnmitnahmen denken. Gucken wir auf die weiteren Marken. Jetzt gehe ich nochmal kurz mit einer weiteren Fibo auch nochmal da drauf. Und zwar von dem letzten Zwischentief vom 24.8. auf dieses Hoch. Und auch das werden wir natürlich kurzfristig noch in einer anderen Farbe, beispielsweise jetzt hier in dem Fall mit, na, Blau ist schlecht. In dem Fall mit, nehmen wir mal irgendein Grün, das ist vielleicht etwas auffälliger. Und hier auch nochmal kurz darstellen, was hier beispielsweise, jetzt diese rote Linie noch umzuändern, Mist. So, Dark Green, das war das. So.
Gut, dann gehen wir in den 4-Stunden-Chart, stauchen das Ganze und gucken uns natürlich dann auch nochmal an, abwärts, in welche weiteren Marken der DAX nach unten hin noch durchfallen könnte und vielleicht auch hier noch Trend- und Wendemarken bestehen. Also das alte Zwischenhoch bei 9.321 ist natürlich zunächst einmal maßgeblich. Das werden wir hier markieren. Einmal diese Marke. Dann haben wir weitere Projektionen durch die Handelsplattform mit den Fibos ausgewiesen, die sogenannten Fibonacci-Projektionen im Bereich dieser 8.365 Gruppe betrachtet und eine weitere hier unten bei der 161.8 bei 1.585 gerundet. Was haben wir beispielsweise im gestrigen Handelstag, am Montag, Entschuldigung, am Montag noch gesagt? Wir haben dort nach wie vor diese 61.8er hier im Bereich dieser 9.780, die wir am Montag auch mehrfach noch angesprochen hatten, dass das eine Anziehungsmarke ist, weil das eine 61.8er von dem letzten Zwischentief am 24.8. auf das letzte Zwischenhoch hier im Bereich der 10.523 war. Diese Marken nach unten hin stehen jetzt erstmal. Nach oben hin müssen wir diese 9.780 natürlich erst wieder zurückerobern als zwischengeschaltete Stufe nach oben, bevor wir wieder überhaupt von einer Beruhigung in Richtung auch 10.050, 10.060 wieder sprechen können. Der DAX ist schwer angenockt. Wenn wir Themen uns natürlich auch von den letzten Tagen und eigentlich seit dem Wochenende bereits hier anschauen, was beispielsweise das Thema VW, also Volkswagen, angeht. Eine absolute Katastrophe. Ich sprach am Montag noch von Ausstrahlungseffekten auf andere Autowerte. Leider ist das tatsächlich auch so gekommen. Es ist oft so im Markt, dass dann ein paar Werte, die auch hier ja, in dem ähnlichen Industriesektor natürlich dann tätig sind, dann mit in Sippenhaft genommen werden. Das Ganze streut mittlerweile. Das hat mittlerweile auch Auswirkungen auf andere Autohersteller, auch außerhalb Deutschlands. Also da wird noch einiges kommen, was allerdings schon extrem ist. Natürlich handelt es sich hier um mögliche Strafzahlungen. Man hat hier von 18 Milliarden gesprochen. Natürlich schon extrem, dass man das hier von einem Hoch bei VW von 254 Euro runterzog auf dem Zwischentief gestern von 105 Euro. Da die Hälfte des Marktwertes komplett verschrottet an VW, ist natürlich auch noch eine Frage, inwieweit der Markt hier jetzt wieder ein Stück weit übertreibt oder ob das tatsächlich gerechtfertigt ist und dann noch andere Sachen nachkommen. Wenn es einem schlecht geht, dann gibt es ja immer so ein paar Zeitgenossen, die bohren da nochmal zusätzlich nach und drücken quasi den Finger in die Wunde. Und das ist bei VW jetzt auch schon wieder der Fall. Heute Morgen habe ich es noch gelesen, irgendwas war aus alten Zeiten in Brasilien zum Beispiel, wo irgendwie Zwangsarbeit oder irgendwas in die Richtung, also das möchte ich jetzt gar nicht näher ausführen, aber diese Dinge kommen jetzt auch alle hoch und da wird natürlich auch noch versucht, da noch Geld irgendwo herauszudrücken. Wie auch immer, Großkanzlei wurde beauftragt. VW wird einen Haufen Geld jetzt erstmal an die Kanzleien zahlen. Es ist übrigens die gleiche Kanzlei, die auch hier im BP-Skandal, von diesem Ölskandal in Golf von Mexiko, dort das Mandat hatte. Schauen wir auf andere Sachen und zwar außerhalb des DAX. Also kurzfristige Tendenz hier nach diesen Abschlägen des DAX kann ich mir vorstellen, dass wir erstmal eine kurzfristige Erholung hier sehen können. Ein Gap Close relativ schnell möglich, kann sein. Dieser Abschlag danach sollte dieser Gap geschlossen werden, mit Sicherheit auch wieder in Richtung der 9.321 die nächsten Handelstage über. Kann auch schnell gehen, wir haben es gestern gesehen. Wir gehen in Richtung Euro-US-Dollar. Wo haben wir ihn? Und gucken auch da nur kurzfristig einmal auf das Bild nach unten hin. Die Marken 1.1050 und auch 1.945 sind die nächsten zwischengeschalteten Marken auf dem Weg nach unten, auf dem Weg für die nächsten Short-Kursziele. Und natürlich darüber hinaus die letzten Zwischentiefs, die wir in diesen Bereichen einmal hier der 1.819 bzw. des Zwischentiefs hier im Bereich dieser 1.808 hochgerechnet hier sehen. Also 1.1050, 1.945, 1.808, die Kursziele nach unten und natürlich überwiegend das Kursziel, was wir von dem Tief, von dem Zwischentief aus dem März noch kennen, die 1.462. Da unten hin die Projektionen von dieser Anlage, die wir ja hier auch im Chart sehen,
sind bereits die 138,2er FIBO-Projektion, ist schon knapp an dieser Parität, beziehungsweise hier knapp darunter. Die 161,8er befindet sich schon bei gerundet fast 0,97. Kurzes Wort zu Goldman Sachs. Die haben mal wieder etwas über Euro, US-Dollar und Kursziele erzählt. Da geht es hauptsächlich darum, dass man hier der Auffassung ist, dass der Euro bis zum Ende des Jahres an die Parität crasht. Allein schon aus dem Grund, weil Draghi und Konsorten da nochmal nachfeuern werden, was das Quantitative Easing angeht. Also die gehen zumindest in ihrer These stark davon aus, dass Quantitative Easing 2 kommen wird. Ob es was bewirkt oder nicht, egal, es wird wohl kommen. Das zumindest die Theorie und die These von Goldman Sachs. Weitere Investmentbanken, wenn man die noch um ein Stück weit damit reinbringen darf, die beispielsweise auch gesagt haben, dass wir im Bereich des Jahres 2015 Ende und auch erstes Halbjahr 2016 in Richtung 1,5 bis 1,3, 1,2 fallen. Also überwiegend ist hier das Bild weiterhin kontra Euro, was natürlich auch ein Stück weit in die immer noch, zumindest von der Hoffnung natürlich, immer noch auseinanderlaufende Politik zwischen Euro und US-Dollar-Raum fällt. Tretidee von Montag, und da gehen wir nochmal auf den Marktüberblick. Die Marktübersicht war ja hier im Bereich des US-Dollar-japanischen Yens. Dort haben wir hier zwischenzeitlich tatsächlich hier einen schönen Abschwung bis auf 119,62 hier gesehen. Am Montag kurzfristig darüber gesprochen, hier mit einem Short im Markt mal sich zu platzieren. Das ist soweit auch in Ordnung gewesen. Weiteres interessantes Währungspaar aktuell auch im Bereich noch des Yen. Dort haben wir beispielsweise den Euro-japanischen Yen, der hier aktuell mit 133,60 grob betrachtet handelt. Auch hier, na sowas, da haben wir ja noch einen alten schwarzen Chart. Na gut, ich lasse das jetzt mal kurz schwarz, sonst dauert das zu lang, bis ich das hier alles umgestellt habe. Hier geht es hauptsächlich nochmal darum, die größere Brille auch aufzuziehen, was wir hier im Bereich des letzten Zwischentiefs auf das Zwischenhoch sehen. Als Kurszielreaktionen und auch Kursziel als Ziele quasi dienen hier die nächsten Marken, wie beispielsweise 128,50er Marke und obendrein jetzt hier die ja bereits schon kurz angerissene 132,5er Marke, dazwischen geschaltet noch eine 130,20er Marke als nächste Kursziele nach unten. Aktuelles Kursziel zu favorisieren weiterhin auch in Richtung südwärts, ähnlich wie wir das beim Währungspaar Euro-US-Dollar kennen. Mögliche Kursziele über die nächsten Wochen oder auch 1, 2, 3 Monate in Richtung 128, so zumindest rein nur von den FIBOs, wenn wir hier auf die 50-prozentige Korrektur gucken, können wir sogar noch ein Stück weit tiefer gehen. Das hängt alles davon ab, wie stark wir tatsächlich jetzt auch noch an den Aktien, auch Bondmärkten quasi es ordentlich rasselt, nach unten fallen, weil hier auch natürlich der japanische Yen als Refinanzierungswährung, als Finanzierungswährung sehr gefragt ist. Gucken wir auf das andere Währungspaar, was wir auch schon oft thematisiert hatten, das war Euro-Pfund. Moment, jetzt müssen wir wieder zurückblättern. Euro-Pfund war ja die ganze Zeit im Bereich dieser 0,7350 bis 0,7250 und auch da bewegen wir uns noch. Und auch hier gilt es natürlich nebst dieser ganzen technischen quasi Einstellungen, ob das jetzt FIBOs sind, ob das andere technische ja, quasi Formationen sind, an die man sich hält, die man gut findet, mit denen man zurechtkommt, ob das jetzt der quasi ein Indikator ist, sei das jetzt ein RSI oder sei das ein anderer Indikator, mit dem man gut zurechtkommt. Hier von der Seite jetzt beispielsweise von Tagesbasis hier überhaupt gar keine überkaufte oder überverkaufte Situation hier abzulesen. Rein von den FIBOs ist man aktuell hier noch im Test dieser 38,2er von den Zwischentief dieser 0,63535 hochwärts auf dieses Reaktionshoch, was wir am 24.8. haben, bis zu 0,7421. Daraus resultieren hier diese 38,2er und vor allen Dingen hier die 50-prozentige, das 50-prozentige FIBO-Retracement, was sich hier im Bereich grob betrachtet 0,7180 befindet. Das wäre auch ein Kursziel da unten noch, ein erstes Kursziel, diese 0,7180 für die Short-Bewegung. Diejenigen, die auf der Auffassung sind, dass sich hier im Währungspaar Euro-Pfund noch ein Stück weit hier
das beruhigen wird, weil ja hier die Bank of England auch bereits schon deutlich nach hinten geschoben hat, ihre Zinserhöhung. Ähnlich wie das von der Federal Reserve zu sehen war und auch zu vernehmen war, ist man hier auch in England ein Stück weit vorsichtiger und will das noch nicht ausreizen. Sprich, man hat das in Richtung März zumindest schon mal vertagt. So zumindest die einhellige Meinung, dass es dort den ersten Zinsschritt nach oben geben würde von 0,50 auf 0,75. Dementsprechend hatte der Markt, also sich hier unten natürlich auch die ganze Zeit schon befand, im Bereich dieser 0,70er Grenze, 0,69er Grenze, da ging man ja noch eine ganze Weile diesen Abschwung davon aus, dass wir dieses Jahr schon die erste Zinserhöhung im Fund sehen. Dem ist nicht so, beziehungsweise das ist auch nicht so gekommen. Aus diesem Grund hat man ja die Neueinpreisung hier gehabt. Und jetzt ist es natürlich wieder an der Tagesordnung, hier diese Übertreibung nach oben wieder ein Stück weit nach unten aufzulösen. Also auch hier favorisieren das Kursziel in Richtung 0,70 und auch beispielsweise als zwischengeschaltete Stellen die 0,7180 und auch noch die 61,8er hier bei 0,7120, bevor es wieder auf alte Zwischentiefs geht. Die beispielsweise auch noch, wenn wir sie sehen, Projektionen nach unten, 138, 161er, ob das hier in Richtung 067 noch und so weiter in Richtung 065 noch fallen kann, hängt wahrscheinlich auch noch ein Stück weit von den politischen Gegebenheiten ab, die wir hier in den nächsten Monaten auch gerade aus Großbritannien verspüren werden. Ich spreche da hauptsächlich von dieser Wortschöpfung Brexit, also nicht Grexit wie G wie Grexit, sondern B wie Briten wie Brexit, dass dort die Jungs in Großbritannien, allen voran Herr Cameron, natürlich hier in Richtung Referendum sich jetzt vorbereiten und dort über einen möglichen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beschließen oder auch eben nicht beschließen. Das wird man dann sehen. Ich habe keinerlei Empfehlung, was das angeht, auch keinerlei Ratschlag, was das angeht, in Richtung Spekulation Brexit, wohin das führen kann. Meine persönliche Meinung ist, dass die Briten sich auf diese Weise natürlich von sehr vielen EU-Bredouillen und auch Regelungen dadurch freikaufen können, gerade was den Finanzsektor natürlich angeht, wenn man da die Themen wie Finanztransaktionssteuern, also was damals als zusätzliches Thema reinbringen darf, worum es natürlich auch gerade Großbritannien geht und natürlich ein Stück weit mehr Rückkehr von ein paar Powers, wie man so sagte, also Rechten, sprich in Richtung Großbritannien zurück, weg von Brüssel, wieder zurück nach London. Das ist ja das, was Großbritannien ein Stück weit will. Ja, das Thema Euro-Pfund haben wir hiermit da schon ein Stück weit da näher beleuchtet. Wir gucken jetzt nochmal hier zurück auf den DAX. Dirk, da war auch eine interessante Frage. Da werden sich sicherlich viele fragen. In diesen quasi unsicheren Zeiten, die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer hat gefragt, müsse nicht Gold anziehen, aber generell die Frage, in diesen unsicheren Zeiten, wohin? Wohin mit dem Geld jetzt quasi? Wahrscheinlich, mit der Liquidität? Ja. Das fragen sich mit Sicherheit auch ein paar große Fondsmanager, die da beispielsweise dreistellige Milliardenbeträge an der Management haben. Das fragt sich mit Sicherheit auch BlackRock, die nicht nur ein paar dreistellige Milliardenbeträge, sondern Billionenbeträge unter Verwaltung haben. Und auch die sehen wir ja, egal ob sie in den DAX gucken, ob sie in den CAC40 gucken, in den FTSE, in den IBEX 35, in irgendeinem europäischen großen Index. Ja, Gold ist die gute Frage, was dort passiert. Sehen wir bei ETFs, dass die Mittel, die in den letzten Jahren, die da drin steckten, bei weitem nicht dieses Niveau erreichen. Da sind wir zum Beispiel beim größten ETF, das gibt es ja, diesen SPDR Gold Trust, kann man auch reell sehen. Der ist immer noch bei 650 Tonnen. Im Vergleich zu Spitzenzeiten von 2011, da kann ich mich noch erinnern, da hatten wir 1400, 1500 Tonnen da drin. Also das ist alles andere als in die Richtung, dass man da denkt, da könnte man jetzt nochmal hier die nächste Aufwärtsbewegung sehen. Es wird eine ganze Weile seitwärts dümpeln. Alles hängt an Frau Yellen, ihrer Zinsentscheidung, mit ihrer Zinsprojektion. Und das ist natürlich das Hauptthema. Wo Zins da ist, wo höherer Zins da ist, wird man sich erstmal fragen, soll ich mir das tatsächlich antun? Hohe Lagerkosten, hohe Leihkosten vielleicht, je nachdem, was für ein Goldgeschäft man tätigt.
und andere Kosten, die ich bei beispielsweise anderen Märkten vielleicht eher reinhole als beim Gold, was da einfach nur rumliegt und keine Zinsen irgendwie mir beschert. So, jetzt haben wir den Pop-up hier verpasst beim Xetra, bei der Xetra-Öffnung. 9588, schön hochgepoppt. Mit anderen Worten, der Trade vorhin, den hätten wir besser tatsächlich so belassen. Gut hätte, hätte, ist halt so. Jetzt sind wir erstmal ein Stück weit hoch bis zum Gap-Close. Gucken wir mal, ob das passiert. Und jede Spitze nach oben, jede wirklich starke Spitze nach oben, könnte man zumindest mal darüber nachdenken, mit einem relativ kurzen Zeithorizont von wirklich wenigen Minuten bis 10, 20 Minuten zu shorten. Bitte aber auch wirklich mit einem sehr, sehr engen, mit einer engen Begrenzung. Ja, 9:01 Uhr ist schon wieder rum. Wir haben aktuell 9,592 in der Indikation. Wir schauen auf den Freitag. Bis dahin allein schon mal eine gute Zeit. Wir hören uns an gleicher Stelle und zur gleichen Uhrzeit. Bis dahin. Das tun wir also, und wir zeigen jetzt wieder das alte Foto. Tut mir leid. Ja, das war Dirk Krzyzewski. Vielen Dank, Dirk, an dich und sehr gerne, Damen und Herren. Falls Fragen sind, auch die wir normalerweise in einem Webinar nicht erörtern, hier sehen Sie unsere Kontaktdaten. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an und wir hoffen natürlich, dass wir sofort auch mit einer Lösung kommen. Ansonsten tun wir unser Bestes. Vielen Dank in die Runde. Die Session wurde aufgezeichnet, erscheint heute im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Kanal. Machen Sie es gut. Es darf spannend werden noch die Woche. Also bleiben wir dran. Bis Freitag. Tschüss. Tschüss.